kennst sicherlich aus 1. Korinther 15 diese bemerkenswerten Verse. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Wo ist Tod dein Stachel? Der Tod ist für uns Menschen etwas Bedrohliches, Unbekanntes, Gefährliches, eine Macht. Und hier schreibt die Bibel vom Stachel. Es ist wie ein Stachel, der sehr gefährlich für uns ist. Der Stachel des Todes. Weißt du, für Christen ist der Tod eigentlich nichts anderes als ein Portal in das eigentliche Leben, das der Herr für uns hat. Es ist etwas, wo wir hineinkommen in das Eigentliche, was der Herr für uns vorbereitet hat. Denn Jesus hat diesen Stachel zerbrochen. Jesus hat diesen Stachel, der gegen uns steht, gebrochen. Er hat ihn überwunden, er hat ihn besiegt. Denn er ist gekommen, er hat den Tod geschmeckt, er hat die Macht der Sünde gebrochen, er hat die Macht, die gegen uns stand, die Macht des Todes gebrochen. Und jeder, der ihn als Herrn und Retter annimmt, für den hat der Tod diese Gefahr nicht mehr, diese Bedrängnis nicht mehr, diesen Stachel nicht mehr. Ja, es ist etwas Großes, Unbekanntes, aber es ist nur ein Portal hin zu Gott. Und eine kleine Geschichte kam mir wieder in den Sinn, die ich mal gehört hatte, die das ein klein bisschen illustriert, was da passiert ist. Nur um diesen Begriff Stachel uns ein bisschen verständlich zu machen. War folgende Sache, die da geschehen ist. Ein Kind ist hochgradig allergisch gegen Wespenstiche. Die Ärzte haben das festgestellt und haben den Eltern gesagt, Achtung, ein Wespenstich ist lebensgefährlich. Ein Wespenstich ist mit ziemlicher Sicherheit tödlich. Vorsicht, Vorsicht, achten Sie auf das Kind. Und die Eltern haben das beherzigt. Und eines Tages kam es dazu, dass das Kind mit dem Vater im Auto unterwegs war. Und es war Sommer, es war warm. Sie haben die Fenster unten gehabt, sind da vor sich hingefahren. Und auf einmal kam irgendwie eine Wespe durch das offene Fenster in das Innere des Autos. Und eine richtig große Deckerwespe. Und das Kind schrie auf, war natürlich in Panik. Und der Vater hat diese Wespe gesehen und hat sie gepackt mit seiner Hand. Er hat sie gegriffen, gefangen und zerdrückt. Und bei der Gelegenheit hat die Wespe ihn in die Hand gestochen. Und es war extrem schmerzhaft. Die Hand schwoll an. Es war sagenhaft schmerzhaft. Aber das Kind war gerettet. Der Vater hat den Stachel zerbrochen. Ein kleines Bild für das, was Jesus getan hat für uns. Was für uns lebensbedrohlich ist, er hat es genommen. Er hat dem Tod den Stachel weggenommen. Und deshalb gibt es diese Bedrohung für uns nicht mehr. Das ist genial. Und so geht es weiter in diesem Vers mit der Aussage, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben in ihm den Sieg. Wir dürfen den Herrn preisen. Und wir dürfen, wie es dann weitergeht im Text, so leben, dass es ihm wohlgefällig ist, dass es ihm Ehre gibt und dass wir eins tatsächlich durch dieses Portal in das hineinkommen, was der Herr für uns hat. Tod, wo ist dein Stachel? Er ist weg. Jesus hat ihn zerbrochen. Halleluja. Gott hat mehr für dich.